Let's do this. Yeah, buddy. Servus Sportsfreunde, mein Name ist Marcel Reiter und heute geht es um die Top 5 Fitness-Snacks, die was ihr euch in die Schule, in die Arbeit, ins Studium, je nachdem, was ihr halt gerade macht, ja, mitnehmen könnt. Ich habe jetzt ja schon häufiger erwähnt, dass es wichtig ist, wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt und ihr könnt nicht viel auf eine Mahlzeit essen. Esst mehrere Mahlzeiten, esst Snacks zwischendurch. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, okay, was sind gute Snacks, was sind gute Fitness-Snacks, mit welchen Snacks kann ich Muskulatur aufbauen, welche Snacks sind gesund und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich heute ja ein Video dazu mit meinen Top 5 Snacks, die was ihr euch schön mitnehmen könnt in die Schule. Ihr braucht dazu jetzt auch nicht kochen, ihr müsst nur einkaufen und das war schon. Die Snacks, die sind alle schon fertig, die könnt ihr alle fix fertig kaufen im Supermarkt. Und dann würde ich sagen, labere ich nicht lange drum herum, sondern starte gleich rein mit dem Video. Viel Spaß! So, der erste Snack, und der erste Snack, den kennt wahrscheinlich jeder, das ist einfach die Banane. Die Banane ist einfach ein mega guter Snack, finde ich, für zwischendurch. Besser als ein Apfel oder besser als irgendein anderes Obst. Wieso? In einer Banane haben wir relativ viele Kalorien auf eine ja kleine Menge. Also diese Banane hier hat locker über 100 Kalorien, vielleicht sogar schon 150 Kalorien. Und so eine Banane hat man in wenigen Sekunden ja drin. Also eine Banane isst man nicht lang. Also wenn man das vergleicht mit einem Apfel, an einem Apfel kaut man vergleichsweise ja relativ lang im Gegensatz zu einer Banane. Deswegen Bananen richtig, richtig nice. Auch hier haben wir viel Magnesium drin. Das heißt, wenn ihr anfällig seid für Muskelkrämpfe und so weiter, dann esst einfach mal ein, zwei Bananen, dann werden auch diese Krämpfe weg sein. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen, Bananen in der Schultasche oder ja zur Arbeit mitzunehmen. Richtig, richtig nice. So, lala, der zweite Snack ist Trockenobst bzw. in dem Fall Apfelringe. Richtig ein geiler Snack. Wieso? Erstens schmecken sie einfach mega gut und zweitens ist es mal natürlich. Ja, da ist kein zugesetzter Zucker, da hast du wirklich nur den natürlichen Zucker vom Apfel. Sie schmecken gut, sie haben viele Ballaststoffe, das heißt, dass sie auch lange sättigen und auch gut für die Verdauung sind. Und wir haben auch hier wieder relativ viele Kalorien im Vergleichsweise zum frischen Produkt. Also generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr mehr Kalorien essen wollt, wenn ihr mehr essen wollt, esst lieber Trockenobst anstatt normalen Obst. Weil im Trockenobst habt ihr das ganze Wasser draußen und deswegen ist auch die Energiedichte beim Obst viel, viel höher. Schmeckt einfach mega, kann man sich auch easy hier schön in die Schultasche mit reinhauen. Ein sehr, sehr geiler Snack für zwischendurch, kann ich wirklich empfehlen. Jetzt kommen wir zum nächsten Snack und der ist sehr, sehr wichtig, egal ob ihr jetzt abnehmen wollt oder Muskulatur aufbauen wollt. Und das sind einfach Nüsse. In dem Fall habe ich Walnüsse, meiner Meinung nach die besten Nüsse, denn hier haben wir viel Omega-3-Fettsäuren drin, die was in der Ernährung meistens ja zu kurz kommen. Außerdem haben wir auch hier wieder sehr viele Kalorien. Wir haben hier 100 Gramm und auf eine Packung, also 100 Gramm, haben wir hier 680 Kalorien. Das heißt, wir haben hier fast 700 Kalorien. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass du einen Grundumsatz von 2000 Kalorien pro Tag hast, dann kannst du nur drei von diesen Packungen essen, drei von diesen kleinen Packungen. Schaut meine Hand an. Ich meine, meine Hand ist mega klein, das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber meine Hand ist sau klein und meine Hand passt das alles rein, okay? Das sind nur drei Packungen und dann habt ihr eure Kalorien voll. Also ihr könnt aber Nüsse so oder so essen, weil Nüsse sind einfach mega gesund, haben mega gesunde Fette und deswegen kann man so auch eine richtig geile Packung einfach reinhauen in die Schultasche, mitnehmen zur Arbeit, dann reinhauen. Ein richtig geiler Snack für zwischendurch. So, jetzt kommen wir zum nächsten Snack. Da muss ich mich schon weiter rüberlehnen und das ist der Proteinriegel. Wie komme ich jetzt auf Proteinriegel? Proteinriegel sind einfach sehr, sehr angenehm mitzunehmen. Ja, das ist jetzt nicht so wie beim Proteinpulver, dass man sich das irgendwie abfüllen muss oder in einen Shaker mitnehmen muss und dann ja in die Schule irgendwie mit seiner Tupperbox mitnimmt und das ganze Proteinpulver und so weiter. Also das ist echt viel komplizierter. Nehmt euch einen richtig geilen Proteinriegel einfach mit in die Schule, in die Arbeit. Snackt inzwischen durch. Ihr habt ja richtig geil Proteine drin. Proteine sind sehr wichtig für den Muskelaufbau, das wisst ihr mittlerweile schon. Weil wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt, dann braucht ihr unbedingt Proteine, damit
damit ja der Muskel sich wieder regenerieren kann, damit er aufbauen kann. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, esst Proteinriegel, nehmt Proteinriegel mit in die Schule, esst sie in Verbindung hier mit ein paar Apfelringen oder mit einer Banane. Dann habt ihr einen richtig geilen Snack, so einen Proteinriegel, eine Banane, richtig geil zwischendurch, dann noch ein paar Nüsse rein. Und dann habt ihr echt einen geilen Snack für zwischendurch, viele Kalorien, aber auch Proteine für den Muskelaufbau. Sehr geil. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Fitness-Snack, der meiner Meinung nach auch sehr gut geeignet ist für den Muskelaufbau, aber auch für eine Diät. Und das sind so Maiswaffeln. Beziehungsweise es gibt mittlerweile schon Maiswaffeln, ihr seht es hier, mit Geschmack. Die haben echt wenig Fett, bestehen nur aus Mais, also wie gesagt eigentlich aus Popcorn, schmecken echt gut und haben auch relativ wenig Kalorien, also viel weniger wie Chips. Wir haben jetzt auch eine Packung 200 Kalorien. Normalerweise so eine Chipspackung hätte irgendwie 400 oder 500 Kalorien. Also generell so Maiswaffeln oder auch Popcorn kann ich empfehlen. Könnt ihr ruhig gerne am Abend mal vor dem Fernseher snacken. Ist viel, viel gesünder als Chips oder als Schokolade. Und wenn ihr einfach mal Bock habt, am Abend vor Netflix oder vor dem Fernseher, wollt irgendwas reinhauen, dann esst lieber Maiswaffeln oder irgendwelche Maiswaffeln mit Geschmack oder macht euch selber Popcorn. Ist einfach viel, viel gesünder, als irgendwie Chips reinzuhauen und schmeckt genauso geil, ja. Deswegen an der Stelle wirklich mein Geheimtipp, wirklich zu empfehlen, Maiswaffeln hier und da mal snacken. Echt ein geiler Snack auch für zwischendurch. So Leute, das war's schon mit diesem Video. Falls ihr sonst noch irgendwelche Snacks kennt, die was ihr gerne verwendet, beziehungsweise die was ihr gerne esst, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren. Falls ihr sonst irgendwelche Videowünsche habt, schreibt sie mir natürlich auch gerne in die Kommentare, dann mache ich gerne ein Video dazu. Falls dir das Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like da und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen Kanal jetzt auf Gönn-Basis, damit du kein Video mehr verpasst. Ich veröffentliche nämlich jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video um 18 Uhr rund um die Themen Fitness. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, dein Gönn-Basis.